Mein Name ist Silvia Zesch. Ich arbeite seit 1991 im Arbeiter-Samariter-Bund, schon seit 1969 im DRK Ost damals und nach der Wende im Prinzip dann im ASB sofort gewechselt. Im Moment arbeite ich ehrenamtlich im ASB hauptsächlich als Leiterin des Kriseninterventions Team und Einsatznachsorgeteams und habe als zweite Einsatzstelle noch die Wasserrettung und dort arbeite ich hauptsächlich als Wachleiter. Ja, wenn ich das mal hochrechne, kommen wir durchschnittlich im Jahr auf 1000 Stunden. Ich bin ja seit meinem 14. Lebensjahr dabei. Und habe immer schon irgendwo die Gemeinschaft gesucht, den Gemeinschaftssinn. Habe gerne mit vielen Menschen gemeinsam was gemacht, was man auch in meinem Beruf ja sieht. Entsprechend immer wieder mit Menschen gearbeitet und habe hier für meine Freizeit noch was Zusätzliches gesucht. Einmal Spaß an der Arbeit, die man da leisten konnte, den Gemeinschaftssinn, viele Menschen kennenlernen und im Prinzip sinnvoll seine Freizeit und für die Allgemeinheit im Prinzip nützlich zu sein. Gemeinschaftssinn ist eigentlich das, was man braucht, dass Ehrenamt noch irgendwo was bedeutet. Der Umgang miteinander, dass man viele Leute kennenlernt, in verschiedenen Bereichen kennenlernt, mit ihnen zusammenarbeitet, auch mal auf einer ganz anderen Basis, nämlich nicht auf einer Basis des Beruflichen, sondern eigentlich was ganz anderes macht. Ohne Ehrenamt geht in diesem Land nichts oder in keinem Land nichts. Braucht man einfach. Ich versuche manchmal aus den 24 Stunden 48 zu machen.